Die Teilnehmerzahl haben wir wieder um fast 60% gesteigert. Und der Dank gilt natürlich auch allen großen Arbeitgebern wie die Firma Ecker, Krankenhaus, Marktgemeinde und dann der DVB, Kitzbühel Alpen, die Caritas und Erdbau Josef Rass. Das waren eigentlich, sagen wir mal so, die Speerspitzen, wo wir eigentlich 205 Teilnehmer zusammengebracht haben. Insgesamt waren Teilnehmer heuer 327 mit eingetragenen 100 Kilometern. Letztes Jahr haben wir gehabt 197 Teilnehmer. St. Johann, wenn ich nicht kurz das Ranking sagen darf, liegt gesamt nach den Teilnehmern gleich hinter Innsbruck. Also Innsbruck hat 576, Teilnehmer St. Johann im Tirol 327 und Würgl 186. Und dann geht es halt aber weiter runter. Das heißt, wir sind tirolweit von den Teilnehmern her an zweiter Stelle. Und da möchte ich allen nochmal recht herzlich gratulieren für diese tolle Leistung. Ich habe jetzt da den Goldabeder mit mir stehen, Gemeinderatskollegen. Der hat mir heuer das mit der Bikeline gemacht in der Hauptschule 1. Der Peter werde ich da jetzt noch ein bisschen was genaueres erklären, was die Bikeline eigentlich ist. Und wir werden dann die Teilnehmer praktisch dann ziehen, verlosen. Und ich möchte nicht nur den Preis kurz bekannt geben. Wir haben einen gesamten Preis für die Bikeline. Das sind dann insgesamt 20 Kinder. Das heißt, 6 sind fix schon dabei. Das sind dann die Bergkaiser und Wetterfürstin. Und der Peter werde ich das dann eh noch genauer erklären. Und wie gesagt, 14 Kinder werden dann ausgelost. Der Preis ist der Hohenpark Kletterwald für 20 Kinder. Da werden dann Gruppen gemacht zu je 10 Kindern praktisch und da ist dann ein Guide dabei, was mit denen durchklettert. Dann die Bike-Kaiser, Bergkönig und Wetterfürsten, die sind automatisch diesmal qualifiziert und die dürfen dann auch noch mit dem Segway um den Teich rumfahren, um den Bergsee und bekommen auch noch ein Hornback-T-Shirt. Und alle Kinder zum Abschluss kriegen auch dann noch ein Eis. Und der Wollnerbäder wird mit den Kindern dann aufgefahren. Und zwar ist es am 20.09. um 9 Uhr bei der Talstation Bergbahn. Da ist dann Treffpunkt. Und dann kannst du mit dem aufgefahren und dann kannst du durch den Hohenpark, Kletterwald durchklettern. Jetzt gebe ich nicht einmal kurz an Peter weiter, dass ich einmal die Bikeline kurz erklären kann. Ja, schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass ich da heute dabei sein kann. Ich freue mich, dass ganz viele Kinder von der Hauptschule, jetzt neue Mittelschule, aber letztes Jahr noch Hauptschule, da sind und auf ihre Preise warten. Fast 50 Kinder sind letztes Jahr mitgeradelt bei der Bikeline. Für uns war es das erste Mal. Der Leo hat uns sehr, oder mich sehr bekniet, das zu machen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, wieder so was, wo man da damals, aber es war wirklich eine tolle Aktion. Die Bikeline ist also ein Radwettbewerb österreichweit. Da sind 4 Schulen dabei und da geht es um eine virtuelle Reise in die Welt. Die Kinder oder die Eltern können da immer auf einer Landkarte, wenn man sich da einloggt, und da wo ist das genau? Ich weiß gar nicht mehr genau. E-Bikeline. Da sieht man immer weiter, dass die Schulen insgesamt schon gefahren sind, wie oft um die Welt, beziehungsweise wie weit man gerade ist und wie weit die eigene Schule gefahren ist und man sieht auch immer die Kilometeranzahl von jedem Einzelnen ganz persönlich. Gemessen wird das Ganze mit einem Handchip, wo die Kinder in der Früh, die fahren mit dem Radl in die Schule, dann kommen sie zu einem Computerstützpunkt, lesen den Chip ein und die Kilometeranzahl wird automatisch dazugezählt. Wie gesagt, fast 50 waren dabei. Einer, der jetzt da vorne steht, der Marco, der Holgacher Marco, der hat diesen Computerstützpunkt, da steht er zwischen den zwei fischen Burschen. Der hat ihn persönlich betreut, weil ich wohne nicht allweil da.
Und der Marc hat das gemacht und der gewinnt eben gemeinsam mit den fünf anderen Kaisern und Kaiserinnen automatisch schon diesen Hauptpreis. Der ist also bei den Sechsi dabei. Mit dem Hintergedanken, der schon aufgegangen ist, dass man es nächstes Jahr wieder macht. Gell, Marc? Hast du das versprochen? Okay. Diejenigen, die jetzt da diese Preise von St. Johann, also dieses, das, was jetzt gezogen wird, das sponsert die Gemeinde St. Johann eigentlich gar nicht so genau, eigentlich der Umweltausschuss mit einem anonymen Sponsor, der nicht genannt werden möchte, das würde der Leo dann noch was sagen, aber der Sponsor ermöglicht uns eben, diesen Preis jetzt zu ziehen. Und den gewinnen jetzt einmal automatisch die Katharina Erber. Ist die da heute, die Katharina Erber? Ja, ist gleich, wenn es auch nicht da ist, auf alle Fälle gewinnst du den. Und zwar gleich für zwei Spitzenplätze. Die ist erstens einmal eine Bike-Kaiserin, das bedeutet, sie hat am meisten Kilometer geradelt. Und sie ist auch gleichzeitig Bergkönigin. Das heißt, am meisten Höhenmeter auf und ab. Der zweite Bergkaiser ist der Manuel Hauser aus der letzten 1B, jetzt schon Zwartaler. Also wenn die Schüler da sind, dann könnten sie eigentlich, glaube ich, gleich sicher kommen und den Preis abholen. Wenn sie nicht da sind, werden ihnen zugeschickt oder ihn immer mit in die Schule und kriegen morgen in der Schule. Also, der Manuel Hauser ist auch Bergkaiser mit den meisten Kilometern. Da ist er eh schon. Der frühe Donner da draußen. Dann haben wir den zweiten Bergkönig, das ist der Rupert Würgeter aus der letztjährigen 2D, jetzt 3D. Dann gibt es zwei Wetterfürsten. Das heißt, die sind bei jedem Wetter, am meisten Fahrten haben die bei jedem Wetter gemacht. Der Markus Bacher aus der letztjährigen 2A und der Simon Dötlinger aus der letztjährigen 2D. Das sind natürlich alle schon B-Klasse jetzt. Das war letztes Jahr 2. Klasse. Die werden natürlich heuer auch wieder mitfahren. Übrigens haben die Kinder auch während dieser Fahrten immer wieder Preise gewinnen können. Und ich glaube, ich täusche mich jetzt nicht, dass jedes Kind hier zumindest irgendeinen Preis auch während des Wettbewerbs schon gewonnen hat. Kann man das so bestätigen? Ich glaube schon. Ja. Ganz toll, was Eiscafé Venezia. Wir werden heuer ein bisschen lästig sein dann am Beginn der Bike-Line. Wir werden heuer St. Johann ein bisschen abklappern und Firmen bitten, uns kleine Preise zur Verfügung zu stellen. Da geht es also nicht um große Sachen, sondern kleine Preise, die wir dann auch immer wieder zwischendrin an die Kinder weitergeben können. Letztes Jahr hat uns die Eisdiele Venezia mit 70 Eisgutscheinen gesponsert. Die Gutscheine sind fast noch nicht ganz aufgebraucht. Die restlichen Gutscheine, die wir noch haben, die kriegen die Kinder, was jetzt da suchen werden, morgen von mir. Das heißt, Eis essen kriegen sie bis nimmer kriegen sie. Ja. Okay, danke dafür und wie gesagt, für heuer werden wir uns dann die ganze Sache an den Betriebe vorknüpfen. Jetzt kommen wir zur Erziehung der verbleibenden 14 Schüler, die diesen Preis erhalten. Und da vorne steht da so eine hübsche Prinzessin in dem rosaroten, ja, die was sich da unten hat. Wenn es die da ziehen hat, das war natürlich super. Ne? Eine Glücksfee, das war toll. Wer bist denn du? Die Katharina. Die Katharina zieht jetzt das. Okay, so Katharina, das Glück liegt in deinen Händen. Bitte. Peltermann Andreas. Fabrice Enzo aus der letztjährigen 3A. Wenn es da sind, können Sie die Dinge schon holen, die Preise schon holen. Edgar Florian, jetzt 3D, Dora. Lisa Elisabeth aus der 4B Edition, der schickt mir es zu. Weil die werden wahrscheinlich nicht da sein, weiß nicht. Die Rotmüller Bianca aus der letztjährigen 2A. Der Mischa Sokoljuk, letztjährige 1B. Feudel Stefanie, 2B. Brutschina Manuel aus der 1B, letztjährige. Babi Chirel aus der 1B.
Soja Monika aus der 4B. Ecker Michael aus der 2C. Der war super, nicht gleich. Ja. Guckelberger Matthias aus der 4B. Dödlinger Anna aus der 1B. Und der letzte Preis geht an die Hochfilzer Jasmin aus der 2A im letzten Jahr. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern, hoffe, dass ihr heuer wieder mitmacht. Am 20.09., das ist nächste Samstag, um 9 Uhr bei der Talstation Bergbahn. Wir fahren mit der Bahn rauf, braucht es nicht gehen. Nicht wie beim Wandertag, dass die Lehrer immer nicht raufgehen, gell? Wir fahren mit der Bahn rauf. Ich gehe mit und die Frau Erber geht auch mit, wir sind zwei Lehrer. Als Beruhigung für die Eltern, es kann nichts passieren, da kriegen wir uns nicht aus. Und wir müssen wahrscheinlich mitklettern, aber mir da gleich der Fuß weh, mir das Handschuh jetzt weh, ich weiß nicht genau, wenn wir sehen. Sonst muss ich jetzt Fotos machen. Der Hochseilgarten ist immer beinahe alt. Aber wir freuen uns auf nächsten Samstag, Gratulation. Danke an alle, die uns da mitgeholfen haben. Und Leo, wenn du nicht so hart gekriegt werden warst, hätte ich es sicher nicht gemacht. Aber jetzt taugt es mir voll und ich mache es nächstes Jahr wieder. Wir versuchen auch die Hauptschule 2, neue Mittelschule 2 einzuspannen, weil nächstes Jahr möchten wir gerne den österreichischen Rekord bei der Bikeline aufstellen. Und das machen wir dann. Gell? Gut, danke schön. Ja, Peter, danke dir für deine netten Worte und ich habe gesagt, man sollte aber schauen, dass man nicht still bleibt, sondern dass das Ganze noch forciert wird und weitergeht und dass man mehr Teilnehmer zusammenbringt. Und da war natürlich super, wenn die neue Mittelschule 2 danke zu hören, Peter. Okay, es geht eigentlich jetzt rausgehen. Danke. So, das war jetzt die sogenannte Bikeline-Verlosung. Der Peter Mann hat noch sein Pointer vergessen. Das ist rausgegangen. Ein Zimmer aus dem Fest. So, dann geht's weiter. Wir haben heuer wieder einen Haufen Sachpreise. Ich darf es nicht einmal kurz aufzählen. Wir haben heuer wieder 50 Stück St. Johanna Einkaufsgutscheine. Ein Wert von je 20 Euro, gesponsert von der Gemeinde St. Johann. Dann haben wir 25 Sachpreise von der Firma Ecker gesponsert bekommen. Dann einen Miele Staubsauger im Wert von 260 Euro, gesponsert von Miele Santa Kreuschnick. Dann haben wir zwei Essensgutscheine, auch 50 Euro und 6 Sachpreise vom Krankenhaus St. Johann. Dann haben wir da zwei Friseurgutscheine im Wert von A 30 Euro von H. Allenberger. Gemeinderatskollege hat das gesponsert. Dann haben wir noch zwei Eintritte auch in den Hohenpark Kletterwald, gesponsert vom Herr W. Und dann haben wir noch einen Rucksack mit Inhalt, gesponsert vom DVB Kitzbühel Alpen. Wie gesagt, der Bikeline-Preis im Wert von 500 Euro ist gesponsert worden von einem anonymen Sponsor aus St. Johann. Und da habe ich gar nicht wenig Geld gekriegt und da war der Preis so gewaltig ausgefallen. Jetzt habe ich gesagt, okay, machen wir heuer den Preis mit 500 Euro, den Hohenpark Kletterwald für die Bikeliner. Zwar sind das 20 Kinder und wenn die neue Mittelschule 2, sage ich mal, nächstes Jahr auch mitmacht, dann haben wir nur mal ein Budget von 1.100 Euro, dass wir nächstes Jahr dann nur mal einen tollen Preis haben. Also ich glaube, es zahlt sich aus, für die Schüler dort mitzumachen. Ja, jetzt darf ich mal bitten, einen Rast-Christian rauszukommen. Und besonders bedanken möchte ich mich nochmal bei der Firma Ecker für die tollen Preise, die gesponsert worden sind und natürlich auch an der Menge von Teilnehmern, die was da mit tun haben. Das ist ja jetzt praktisch nicht unwesentlich, dass man so gewaltige Teilnehmerzahl sagen darf. Hat 98 Teilnehmer gehabt,
hat geradelt 100.461 Kilometer. Das heißt, die sind eigentlich zweieinhalb Mal um die Welt geradelt. Dann ist noch das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol mit 62 Teilnehmern. Die sind 47.356 Kilometer geradelt. Das heißt, wir sind einmal gut um die Welt gekommen. Dann hat es gegeben, den ersten Preis für Arbeitgeber über 250 Mitarbeiter. Das ist ganz knapp hergegangen zwischen der Firma Ecker und der Moser Holding, also TT Zeitung. Ich habe letzte Woche, das war am Montag, habe ich mal reingeschaut, da war die Firma Ecker in erster Stuhl und fünf Stunden später war wieder die Moser Holding in erster Stuhl. Und da ist wahrscheinlich recht um ein, zwei Teilnehmer gegangen, bei der Summe, dass die praktisch vorne gewesen sind. Und wie gesagt, dieses Ergebnis ist auch nur ein Zwischenergebnis für die tirolweite Bewertung. Da ist die Deadline dann am Sonntag um 24 Uhr. Aber ich glaube, das Ergebnis wird wahrscheinlich so stehen bleiben. An dritter Stelle ist eben das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gewesen, bei Mitarbeitern über, bei Arbeitgebern über 250 Mitarbeitern. Dann sind wir bei Arbeitgebern mit 11 bis 50 Mitarbeitern. Da hat den ersten Preis wieder die Firma Erdbau Josef Rasser St. Johann gemacht. Und den dritten Platz der DVB Kitzbühel Alpen St. Johann. Dann hat es noch gegeben, Arbeitgeber bis 10 Mitarbeitern und da hat auch den ersten Platz das Caritas-Zentrum St. Johann in Tirol gemacht. Also man sieht schon, St. Johann ist total stark vertreten. Und wichtig, wie gesagt, die ganzen Teilnehmer von den Arbeitgebern sind 205. Das heißt, zwei Drittel eigentlich. Die Teilnehmer kommen eigentlich von den Betrieben aus und 122 haben sie so von der Gemeinde angemeldet. Das ist jetzt eine Hausfrau, ganz normale Bürgerin und hat sie einfach da angemeldet. So, und jetzt also schreiten wir zur Sache und fangen mit der Verlosung an. Ich würde sagen, wir machen nochmal 20 St. Johanna Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro. Braucht aber vielleicht noch mehr Glücksfee. Hat noch wer Lust? Bitte. So, wie heißt du? Sarah. Okay, die Sarah, unsere Glücksfee, wird jetzt die Preise ziehen. Müssen wir mal gut minimisch mit der Hand. Lass mal gescheit durch. Super. Da haben wir den Herrn van der Liest, Chrétien, von der Firma Ecker. Ist der da? Okay. Es ist ja so, die Leute, die jetzt aufgerufen werden, die nicht anwesend sind, bekommen trotzdem ihre Preise. Es war mir nämlich wichtig, durch das, dass bei der Firma Ecker genauso Schichtbetrieb ist wie im Krankenhaus, haben natürlich nicht alle Zeit, dass da zu der Veranstaltung herkommen können. Und deswegen haben wir gesagt, jeder, was da heute gezogen wird, wird seine Preise erhalten. Der Herr Heidbauer Kurt von der Firma Ecker. Herr Heidbauer Kurt. Die Frau Halbmeier Gerda vom Gemeindeamt St. Johann. Ist die da? Okay. Der Herr Unterberger Andreas. Herr Unterberger Andreas. Jetzt läuft er mal. Bravo! Bravo! Ernst, die Frau Ernst Vanessa. Ist die da?
Jetzt? Der Herr Salvenmoser Johann von der Firma Ecker. Kimba. Der Herr Fried Alfred vom Krankenhaus sagt. Ja? Nur mit der Ruhe, wenn Sie wissen, sind wir durchschneiden. Natürlich, Renkhaus, danke. Dann haben wir den Herrn Selig Nani Herbert von der Firma Ecker. Selig Nani Herbert. Dann haben wir den Herrn Trockmeier Robert, auch von der Firma Ecker. Du ziehst da Löwe vom Ecker. Gratuliere! Dann haben wir den Herrn Mühltaler Wolfgang vom Bezirkskrankenhaus. Dann haben wir die Frau Feudelruth vom Krankenhaus St. Jan. Dann haben wir den Herrn Bretterhofer Andreas. Bretterhofer Andreas. Dann haben wir die Frau Judan Iris. Frau Judan Iris. Dann haben wir die Frau Heisler Tamara, Bezirkskrankenhaus. Für die Judas Iris, der Hinweis. So, da haben wir nicht. Natürlich, ja. Der Herr Hartz Christian, Bezirkskrankenhaus. So, jetzt werden wir mal ein bisschen wechseln. Jetzt werden wir mal ein paar Sachpreise verlosen von der Firma Ecker. Also. Fangen wir mal mit den zwei Knips Ringschirm an. Ne? Dann haben wir die Frau Walter Stefanie, Fahrerweg 17. Frau Walter Stefanie. Dienstneu. Dann haben wir den Herrn Banker Hans-Peter vom Krankenhaus St. Johann. Banker Hans-Peter. Ich glaube, das ist schon weg. Passt ja. Dann tun wir weiter mit Karten. Wir haben da. Sechs Stück Karten von der Firma Ecker. Der erste Gewinner ist der Herr Lindelbauer Franz, Krankenhaus St. Jan. Lindelbauer Franz. Na, kriegen wir schon. Das heißt jetzt einmal eine warme Karte und eine Sonnenkarte. Ja.
Ganz gratuliere. Dann haben wir den Herrn Dagen Hermann von der Firma Ecker. Herrn Dagen Hermann. Der wird sich wahrscheinlich freuen, die Ecker kommt. Der nächste Gewinner, Herr Friedel Leo. Der Herr Friedel Leo. Der Herr Rief Walter von der Firma Ecker. Herr Rief Walter von der Firma Ecker. Dann haben wir die Frau Beftsch Josefine vom Bezirkskrankenhaus. Frau Beftsch Josefine. Die Kollegin nimmt den Preis entgegen. Super. Dann der Herr Zollweg Hansjörg von der Firma Ecker. Der Herr Zollweg Hansjörg von der Firma Ecker. So, und jetzt soll ich sagen, da haben wir noch weiter. Wir haben tolle Thermoskannen, gesponsert auch nochmal von der Firma Ecker. 6 Stück. Die erste bekommt die Frau Neumeier Birgit. Frau Neumeier Birgit. Die nächste Thermoskanne gewinnt die Harasser Katrin von der Gemeindeamt St. Johann. Die Harasser Katrin. Hans, nimmst du mit? Danke. Die nächste Thermoskanne ist der Herr Resch Julian. Der Herr Resch Julian. Der Herr Kassebacher Thomas, Postfeld 13. Herr Kassebacher Thomas. Der wäre fit so selbst. Ist der Nachbar, den wir uns mitnehmen? Prost, ja. Wenn du das ja mitnimmst, bitte gern, weil sonst muss ich nachher nicht so weit fahren. Danke. Ich bin der Nachbar schon. Der nächste Preis geht an die Frau Hüttner Martina vom Krankenhaus St. Jan. So, dann haben wir noch eine Thermoskanne. Danke. Dann haben wir den Herrn Ludmeier Karl vom Gemeindeamt St. Jan. Danke, Hans, fürs Mitnehmen. So, dann werden wir wieder Gutscheine machen. Der Herr Mio Stojak von der Firma Ecker. Herr Mio Stojak. Der Herr Haag Johann vom Gemeindeamt St. Johann. Die Frau Auer Barbara, Krankenhaus St. Johann. Die Frau Auer Barbara. Der Herr Monitzer Matthias. Der Herr Monitzer Matthias. Ja.
Die Frau Bacher Christina. Frau Bacher Christina. Der Herr Leising Thomas von der Firma Enka. Der Herr Leising Thomas von der Firma Enka. Dann haben wir die Frau Mauberger Manuela. Frau Mauberger Manuela. Ah ja, komm schon. Der Herr Kohl Franz von der Firma Ecker. Der Herr Kohl Franz von der Firma Ecker. Dann haben wir den Herrn Brandner Stefan, Gemeindeamt St. Johann. Herrn Brandner Stefan. Auch Hans Hedert, Schwarz und Transportier. Dann haben wir die Frau Claire Jasmin, Frau Claire Jasmin Kaiserstraße. Dann haben wir die Frau Impel Elfi, Krankenhaus St. Johann. Frau Impel Elfi. Frau Berzel Gertrud, Frau Berzel Gertrud, Krankenhaus St. Johann. Die Frau Leitne Dagmar von der Firma Ecker. Die Frau Leitne Dagmar von der Firma Ecker. Der Herr Rheinberger Martin von der Firma Ecker. Herr Rheinberger Martin, Firma Ecker. Die Frau Hauser Andrea. Gemeinde St. Johann. Dann haben wir die Frau Daxa Maria, die Frau Daxa Maria Schwimmbadweg. Die Frau Putz Michel, Frau Putz Michel. Gratuliere. Dann haben wir die Frau Stolzlechner Kathi, Bezirkskrankenhaus St. Johann. Stolzlechner Kathi. Der Herr Schienagel Franz von der Firma Ecker. Herr Schienagel Franz, Firma Ecker. Jetzt haben wir mal ein paar Preise vom Krankenhaus St. Johann gesponsert, Sachpreise. Jetzt muss ich mir da nicht erwähnen, die Firma Hermes, was da noch Preise gesponsert hat, und die Firma Sport Bergmann aus Kärnten. Jetzt fangen wir mal an mit dem Reparaturset, oder? Wenn man batscht. Die Frau Hirnsberger, Johanna, Römerweg 13. Frau Hirnsberger, Johanna. Noch ein Reparaturset. Der Herr Pranis Manfred, Firma Ecker. Der Herr Pranis Manfred, Firma Ecker. Dann haben wir so Salomon-Taschen, drei Stück. Der Herr Plätzer Christoph von der Firma Ecker. Herr Plätzer Christoph, Firma Ecker. Die Frau Hinterholzer Gitti, Gemeindeamt St. Johann.
Frau Hinterholzer Gitti. So. Die Frau Neumeier Berit, Frau Neumeier Berit aus der Kaiserstraße. Dann haben wir ein tolles Sweatshirt. Alla Io. So, dann geht's weiter. Gratuliere. Dann haben wir zwei Friseurgutscheine im Wert von 30 Euro von H. Allberger. Und den gewinnt der Herr Herrenberger Andi, Fahrerweg 7. Herr Herrenberger Andi, Fahrerweg. Den zweiten Friseurgutschein gewinnt die Frau Brehm Angelika, Fahrerweg 19. Hey, da, hallo. Dann haben wir einen tollen Rucksack gesponsert vom DVB mit Inhalt. Dieser Preis geht an den Herrn Weichselberger Georg, Neubauweg 7. Herr Weichselberger Georg, Neubauweg 7. Kommt schon. Gratuliere. Bravo. Das wird echt netter, wenn man Preis holt. 48 Volt. So, weiter geht's mit zwei Hochbark-Kletterwald. Gutschein, gesponsert vom Herrn Will. Geht an die Frau Knapp-Marianne vom Bezirkskrankenkasse. Frau Knapp-Marianne. Dann werden sie ausgemessen. Der zweite geht an die Frau Inge Eichhardt, der Städten 16. Die Frau Inge Eichhardt. Und der geht jetzt nur weiter. Der hat eine höhere Steigfähigkeit. Wie gesagt, bei dem, wenn man so will, ja. Frau Achonen Margarete, Krankenhaus St. Veit, Frau Achonen Margarete. Danke. Dann die Frau Bergdold Julia von der Firma Ecker. Frau Bergdold Julia von der Firma Ecker. Kommst du nicht mit? Gratuliere. Dann haben wir den Herrn Ritter Georg von der Firma Ecker. Herr
Rita Georg Firmelka. Im Beispiel. Gratuliere. Bitte schön. So, der nächste Gutschein geht an die Frau Malaun Edith. Hürzingerin. Frau Malaun Edith. Bezirkskrankenhaus St. Die Frau Gschließer Bianca vom Gemeinderat St. Gallen. Frau Gschließer Bianca. Bravo, ja. Jetzt geht's, ja. Gratulation. Der Herr Hefenberger Andreas, Neubauweg 7. Der Hefenberger Andreas, Neubauweg 7. Die Frau Resto Rodea Birkenstraße 4. Frau Resto Rodea Birkenstraße 4. Die Mutter Bina Andres. Gratuliere mir. Dann haben wir den Herrn Steinkasserer Josef von der Firma Ecker. Herr Steinkasserer Josef. Und die Frau Resch Andrea Schubertweg 21. Frau Resch Andrea. Das ist jetzt keine Schwester von mir. Die Frau Schäflin John, Neubauweg 7. Herr Schäflin John, Neubauweg 7. So, der letzte Gutschein. Die Frau Kirchmeier Selin, Neubauweg 9. Kannst du das mitnehmen? Super, Glücksfee, mach das. Dann geht es weiter wieder. Wir haben da zwei tolle Saunahandtücher von der Firma Ecker und Biergläser und drei 0,33 Liter Eckermärzen. Und jetzt sollen wir fangen nochmal mit dem Bier an. Die Frau Gunschel Anja, Bezirkskrankenhaus St. Johann. Die Frau Gunschlander. Die Frau Vorhofer Angelika, Bezirkskrankenhaus. Vorhofer Angelika. Der Herr Unterreiner Rudolf, Firma Ecker. Herr Unterreiner Rudolf, Firma Ecker. Dann haben wir die Frau Bacher Stefanie, Neubauweg 7. Frau Bacher Stefanie. Ja, okay. Nehmen wir auch mit. Gratuliere. 20. Mal. Die Frau Graf Annika. Die Frau Graf Annika. Hast du das getragen, ohne das zu brechen? So, dann würde ich sagen, machen wir noch schnell die zwei Saunahandtücher, gesponsert von der Firma Ecker. Der Herr Salinger Gregor. Herr Salinger Gregor. Danke, bitte. Gratuliere. Dann haben wir den Herrn Gogel Andreas, Magister
oder ein anderer Weg. Herr Vogel Andreas. Gratuliere. Dann haben wir noch drei tolle Regenschirme gekommen, glaube ich, zu ihrer heurigen Sommerrohr, die ich öfters brauchen bin. Gesponsert von der Firma Inka. Bekommt ein Herr Kiefer Anton von der Firma Inka. Der Herr Kiefer Anton. Der Herr Kernmeier Johannes. Herr Kernmeier Johannes. Schwinterstraße. Und der dritte Schirm geht an den Herrn Aschaber Michael, Niederhofen 1b. Herrn Aschaber Michael, Niederhofen 1b. So, die Preise werden auf der Weg weniger. Aber dafür Ihre Preiswertung. Wir haben jetzt da zwei Essensgutscheine. Einmal La Rustica und einmal Villa Masianco im Wert von 50 Euro. Der erste Gutschein im Wert von 50 Euro, erstes Gutschein geht an den Herrn Feiersinger Franz von der Firma Ecker. Herr Feiersinger Franz. Der zweite Essensgutschein geht an den Herrn Heidecker Matthias, auch Firma Ecker. Herr Heidecker Matthias. Er kommt. Gratuliere. Viel Spaß beim Essen. So, jetzt sind wir beim Toppreis angelangt, gesponsert von Miele Center Kauschig. Und zwar ist es ein Staubsauger, Miele mit Staubsaugerbeutel, im Wert von 264 Euro. Jetzt musst du zusammenreißen. Spannung steigen. Und zwar gewinnt den Staubsauger der Herr Heindl Bernhard, das ist ein Doktor bei uns im Krankenhaus. Herzliche Gratulation. So viel weiß man, ist eh noch jung gesehen. So, jetzt haben wir, wie gesagt, fast 90 Preise verlost. Und ich möchte mich trotzdem noch mal bei euren recht herzlich bedanken für die Teilnahme heuer bei dem Fahrradwettbewerb. Und ich hoffe, es wird nächstes Jahr auch mal genauso stark wie der Miet, dass wir so gut anschneiden. Es gibt natürlich jetzt noch weiterhin Musik bis 7:30 Uhr. Könnt ihr noch was trinken, essen, je nach Lust und Laune. Und nochmal danke fürs Mitmachen. Für dich, ciao. Auch unsere Glücksfehler, vielen Dank. Gell?